Das ist Industrie. Landwirtschaft sieht anders aus. Aber es nützt alles nichts, wenn man sich über diese Dinge nicht klar werden will, dann nutzt das nicht. Und die Bevölkerung hat ein Notwehr. Ich will das hier nicht verteidigen, ganz im Gegenteil. Ich finde das entsetzlich, wenn es gegen die Interessen und gegen das Eigentum anderer Menschen geht. Aber was hier passiert, ist auf beiden Seiten ein Frevel. Das finde ich idiotisch, kann man auch anders lösen. Aber die Schweinezucht als solche gehört sich nicht. So unkritisch, wie das hier übernommen wird, so, das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und im Zweifelsfall kriegst du dann den Vermerk, du bist ja neu zugezogen, was interessiert dich, wir haben das ja immer schon so gehabt. Das war hier nicht so. Und zu DDR-Zeiten, die Schweinezüchter, die haben nicht mit Unmengen an Antibiotika und ähnlichen Dingen arbeiten können, weil sie es gar nicht hatten. Ja? Aber manche Menschen sind schlau, einige vorher, die meisten hinterher. Das ist ein Coup. Ein Überfall. Ein Mini-Putsch ist das, was die hier mit uns machen. Denn die Bevölkerung wird nicht gefragt. Demokratisches Mitwirken. Ich weiß nicht, ob ich traurig bin oder lustig. Ich war halt immer schon weg. Manchmal bin ich fast am Weinen, manchmal lache ich drüber. Ich weiß nicht.